Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. So da. Was haben wir da? Eine Kabine im Walde. Ein Haus. Toter Mann davor liegt. Ein Pickup-Van. Und viel Wald. Zombies da? Nee. Keine Zombies da. Okay, gut. Schauen wir mal, ob Looter da sind. Oh, vorsichtig. Vorsichtig. Magazine. Counter. Langsam um die Ecke lurgen. Nix da. Hot Sauce, das ist super. Das wird unsere NPCs freuen. Gibt ja durchaus zwei oder drei, die gerne eine Hot Sauce hätten. Und wenn man ihnen die gibt, verbessert sich ja die Moral. Das heißt, schöne Sache deshalb. Palette. Harz. Das ist eine Mailbox. Items Chop Down Tree. Gefällter Baum. Irgendwas war da kürzlich, hä? Auch ein Chop Down Tree. Pickup Truck. Wow, schön viel Ammo und schön viel Waffen. Alter Schwede. Wir kommen nur von hier ins Haus. Die Tür's offen. Ist da vielleicht noch irgendwas da draußen zum Holen? Na gut. Heil bitte nochmal die Anita. Und den Bud. Und den Max. Okay. Und dann Codein hast du noch, oder? Genau, ziehen wir uns das noch rein in unseren Health Pack. Next Character. Hat noch irgendjemand Bandagen gehabt, oder? Ja, der gerade. Das ist wer? Es ist leider blöd, dass man den Namen nicht sieht. Max müsste es gewesen sein, dann handel mal kurz mit Rick. Eine Bandage darüber. Jetzt kann Rick diese Bandage nehmen und sie reinhauen in den Beutel. 12 von 20 haben wir immerhin zum Heilen. Speichern wir uns das Ganze mal. Und Max, geh vor. Niemand da? Komplett leer. Und vielleicht draußen im Garten. Hot Sauce. Hot Sauce ist natürlich super. 750. Und die Mayonnaise geht sich nicht aus. Ich glaube, Bud müsste noch Platz haben. Bud schnappt er die Mayonnaise. Der Mann, der da draußen liegt. Spices sind auch cool. Das sind lauter tolle Items, die wir brauchen können, die unserer Moral helfen. Machen wir mal durch die Tür. Dresser gibt Schuhe. Sieht eigentlich ganz gut aus. Also wer da ein Safehouse hatte, hat es eigentlich nicht schlecht. Da muss irgendwas vorgefallen sein. Jede Menge Items, um eigentlich durchaus schön zum Überleben. Medizin, auch viele Sachen. Sleeping Pills, juhu, da wird sich unser Max freuen. Das ist ja
Es ist ja wunderprächtig, ist das. Und wir haben keinen Platz mehr, das ist nicht so wunderprächtig. Wo war das jetzt drinnen? Da drinnen, oder? Im Bad. Zahnbürste geht sich halt nicht mehr aus. Durch die Tür. Nix los. Achso, ja. Konnte ich ja nicht mehr. Gitarre. Gitarre ist auch ganz schön teuer. Also schwer. Was rede ich denn heute? Ein Pornomagazin. Das müsste eigentlich noch mit. ich glaube, wir sind ziemlich überladen. Bei Rick geht sich noch was Kleines aus. Vielleicht noch die Zahnpasta. Hundehütten sind da. Okay. Was befindet sich in der Kabine? Oh, Hunde. Ketchup, Dogfood. Zwei Hunde. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir stehen da sehr minder bemittelt. Nein, lass es liegen. So, du kommst nicht durch. Move! Okay, dann kannst du dabei auf den Hund einhauen. Haust, triffst nicht. Haust, triffst nicht. Blob. Wir werden uns wohin begeben, da wo drei gleichzeitig angreifen können. Oder? Vier? Komm. Hund beißt rein. Wäre interessant, ob wir diese Hunde auch quasi... Jetzt hat er am Dings verschwendet, ob wir die Hunde quasi auch zähmen könnten oder ob das nicht bei allen Hunden klappt. Weil da hatten wir jetzt überhaupt gar keine Ability. Vorher war wenigstens die Möglichkeit, dass wir quasi quatschen mit dem Hund. 3, 4, 5. Ich nehme eine Dreier-Attacke. Der Hund blutet und eine Vierer-Attacke. Armsbrain, ja, das wird dem Hund ja völlig egal sein, schätze ich einfach mal. Der andere hat uns aber nicht gecheckt. Der hat nicht gecheckt, dass wir da sind. Rick kriegt jedenfalls megamäßig am Sack gerade. Badly wounded. Lang macht das nicht mehr. Gehaut. Flurry. Auch daneben gehaut. Was mache ich denn da eigentlich? Ich sollte weglaufen. Cool. Das war gerade so eine Counter-Attack, die ich machen konnte. Und der Hund kann halt extrem oft angreifen. Das stimmt mich schon mal fröhlich für... So, der wird jetzt vielleicht gleich sterben an seiner Blutung. Schauen wir mal. Stimmt mich gleich fröhlich, wenn wir... Na, was wollte ich sagen? Stimmt mich fröhlich. Ja, bleibt da einfach stehen. Na, starr am Bad. Wenn wir unseren Hund haben. Weil die halten ja ganz schön was aus. Haben wir daneben gehaut. Also irgendwie hätte ich mir das gerade cooler vorgestellt. Uncool. Richtig uncool.
Skrull, das heißt, der ist gerade richtig außer Rage. Almost dead, ja. Dann triff halt auch mal mit deinem Ding. Oh Gott. Also diese Waffe ist scheinbar völlig zu vergessen. Für Hunde. Achso, wir bluten, oder? Bud blutet, ah toll. Bud. Du machst Sachen. Rick, bitte heile mal den Bud. Und dich selber auch. Almost dead, wounded. Das gibt's ja nicht. Okay, also gibt's da Hunde, aber die kommen irgendwie nicht weiter. Kann das sein? Kann man irgendwas reinschmeißen vielleicht? Kann man schießen? Was macht man gegen die Hunde? Können wir die irgendwie dressieren? Die Machete ist schon mal ganz gut. Das vom Bad ist mal völlig zum Schmeißen. Ist vielleicht ein Hammer besser geeignet. Bad auf jeden Fall mal reloaden. Set active. Also Zombies habe ich keine gesehen. Vielleicht ist eine Knarre auch nicht das Schlechteste. Anita mit ihrem Hammer. Keine Ahnung, ob es das bringt. Die ist eigentlich heute so unfähig. Die sollte vielleicht doch was anderes nehmen. Woodplank. Weapons Knockback. Undead Critical Chance. Gibt's irgendwas gegen Tiere? Einen Schaden gegen Tiere? Dizzy könnte nicht so schlecht sein. Knockdown. Knockdown, Dizzy, Knockback. Ich glaube, dass ein Hammer gegen einen Hund relativ sinnlos ist. Counter Bleed. Ja, vielleicht so ein Screwdriver. Jetzt mal den mal aktiv. Skull Crusher ist, glaube ich, eine gute Attacke. Genau, 7 Ability Points. Woodblank. Keine Ahnung. Probieren wir einfach mal so ein bisschen die neuen Waffen aus. Aber viele Items gefunden. Und wir könnten noch abhauen. Oder eben die Hunde killen. Kitchen Knife, Bleed, Counters. Auch statt dem Hammer. Ich glaube nicht, dass der Hammer so die mega gute Sache ist. Bisher zumindest auf keinen Fall effektiv gewesen. Brush Hook könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Und der blöde Hund mag da einfach nicht rausgehen. Er mag nicht näher kommen. Shit. Hmm. 5, 6, 7, Cripple, Hamstring. Schauen wir mal, was Hamstring bewirkt. Dass er K.O. ist. Das ist gut. Das ist gut. Wow. Raus. Bud kommt, rückt nach und kann schießen. Auf den nicht, auf den Witcher's Dog, aber auf den Attack Dog da hinten. Mrs. Dog. Okay, gut. Und den Attack Dog müssen wir jetzt finishen. Wohl oder übel.
Okay. You're too far. War's das jetzt? Kommt ein anderer Hund und haut uns. Der aber nicht aggressiv war eigentlich. Den wir auch nicht angreifen können. Ich kann nur den Attack Dog da vorne angreifen. Der blutet und ist einmal K.O. Okay, das ist gut. Vielleicht gibt's auch Zombie-Hunde. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Jetzt habe ich den zu. Ich hab den Max übersprungen, nicht Depp. Gut. Der ist mal down. Und ihn kann ich nicht angreifen. Kann ich auch nicht, wenn ich da stehe. Okay, 7 Ability Points, undamaged, machen wir. Ja, passt schon. Dann nimm lieber das Küchenmesser, vielleicht hast du damit ja mehr Erfolg. Und wir würden halt echt gerne mithelfen, aber da gibt es so gar keine Möglichkeit, draußen rundherum zu kommen. Schade, dass man nicht einfach mit der Axt hier den Zaun durchholzen können und uns so unseren Weg bahnen. Würde ich auf jeden Fall als sinnvoll erachten. Max kriegt gerade ordentlich vom Hund ab. Counter-Attack haut daneben. Kann den Hund nicht treffen. Dann reload mal. Und tja, kannst du dabei nichts machen. Hoffen wir mal, dass dein Break besser läuft mit dem Messer. Max Weapon is broken, aber das hat, glaube ich, einiges ausgelöst oder hat zumindest geholfen. Don't have enough action points. Haben wir mal richtig schön reingerammt. Den blöden, bösen Hund. Der beißt wieder ordentlich rein. Ja, und wir können immer noch nicht angreifen. Weißt was? Dann probieren wir es einfach nochmal zum Weglaufen. Und jetzt. Spiel nicht den Hero, lauf weg. Ja, schön. Lustig wäre es jetzt, wenn wir einen Dosenöffner hätten, Dosenfutter aufmachen würden, das herstellen, dann kommen die Hunde her und wir können sie killen. Aber können wir leider nicht machen. Wir können auch das Dosenfutter nicht equippen, als Waffe oder sowas. Naja, okay. Toggle Party, es bringt sowieso nichts. Ich lasse einfach mal einen vorgehen. In dem Fall Anita. Die soll mit ihrem Schraubenzieher draufhauen. Ha, sagt sie. Gut ist, dass auch immer nur ein Hund gleichzeitig angreifen kann. Aber es zieht sich halt gerade ein bisschen in die Länge. Jetzt hau ich drauf mit einem Mega Screwdriver. Skullbreaker. Klappt nicht. What? Break vielleicht? Misses. Ah, okay, da ist mal K.O. Das ist gut. Und blutet so vor sich hin. Und wir haben gerade wieder keine Waffe. Ja,
Ja, jetzt bringt der Hammer auch was. Gute Sache. Und dann laufen wir mal zurück. Vielleicht kommt er ja doch nach. Wenn man so locken, kommt er vielleicht. Vor allem können wir jetzt wieder schießen. Soweit der Plan. Soweit der Plan. Auf jeden Fall so hin, dass Anita in die Nähe kommen kann. Dass Anita zurücklaufen kann. Ja, komm her. Put, 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 put. Sei ein braves Hundi. Ja, du bist ein braves Hundi. Am dritten Hund haben wir es ja nicht verstanden. Am vierten Hund sogar. Dann nehmen wir den normalen Hammer. Ah, der kann wieder nicht angreifen. Oh Gott. Set active. Daneben gehaut, okay. 5. Hamstring. Hans Hundi. Er kann nichts machen. Und Anita mit dem Hammer? Weiß ich nicht. Ja, dachte ich mir fast. So, jetzt steht aber genau in der Mitte von uns allen. Jetzt trifft auch mal. Nee, trifft doch nicht. Also Hammer ist auch unfähig. Also ist nicht die richtige Waffe. Bark. Set active und dann. Ja, das raus. Ah, nicht gehaut. Er ist der Einzige, der schräg angreift. Das kann er auch nicht ändern im Moment. Nee, nee. Ist egal. Müssen wir weiter probieren. Vielleicht eine Push-Attacke? Ja, die funktioniert ein bisschen anders. Schön. Der Hund ist K.O. Weiß nicht, ob wir ihn wirklich töten müssen oder ob es reicht, wenn er K.O. ist. Schade. Schade, Hündchen. Na komm, mach ihn fertig. Okay. Can't move to target. Warum denn jetzt schon wieder nicht? Kommt's mal alle her. Was lauft's mal alle raus? Dann wissen wir, weil das sich da draußen so befindet. Und dann kann vielleicht einer von euch Hampelmännern. Findet sich nichts mehr, okay. Vielleicht einer von euch Hampelmännern kommen und alle so auslooten. Can't move to target. Ja, wieso denn nicht? Wenn man Hunde nicht ausnehmen kann, wahrscheinlich. Ja. Schade. Aber mit denen konnte man leider nichts machen. Im Gegensatz zu unserem Pepper, den wir da in der Aufnahme gefunden haben. Combat Knife hat ihm leider nichts gebracht. Er ist von den Hunden scheinbar zerfleischt worden. Und sonst gibt es hier nichts mehr zum Looten. Kann das sein? Krass. Das war's dann wohl. Witzig. Da glaubt man, es sind die Mega-Looter am Start und dann sind es doch nur Hunde. Mal ein Container. Locked door. Okay, das sollten sich alle mit anschauen. Anita, bitte einmal aufbrechen mit deinem Hammer.
54 ist relativ laut. Lassen wir es lieber runterkommen, so den Sound. 27, jetzt sollten wir gleich auf 0 sein. Okay, 13 ist ausreichend. Aufmachen. Wow. Was liegt denn da alles Schönes? Eine Kettensäge auch. Parts, Screwdriver. Kukri. 14 bis 24. Strength 1. Bowie Knife. 14 bis 30. Combat Knife, Machete und Combat Machete. Die finde ich ja auch ganz gut. Also wirklich gut ausgerüstet. Und dann kamen die Hunde. Und Bier. Okay. Irgendwas liegt da verblutet in der Ecke. Ja, interessant. Sehr interessant, was da wohl vorgefallen ist. Schade, dass ich mir die Kettensäge nicht aufheben kann, weil meine ja schon alle hinüber sind. Aber ich werde auf jeden Fall wieder looten. Schauen, was wir hier brauchen, was ich nicht brauche, was ich da mit habe, etc. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge oder gleich wieder. Bis dann. Ciao. Where were you when the sky fell down? When my life turned round for good?